Hallo Freunde, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid heute zu einem neuen Video. Es geht heute darum, wie ich es schaffe, als Halbtages-Bürokauffrau mit zwei Kindern und einem Mann im Jahr knapp 6.000 Euro zu sparen. Ein kleiner Disclaimer gleich am Anfang, also ich bin weder Großverdiener, ich verdiene, wie und so und was und genau, sage ich euch da gleich. Und das sind wirklich nur meine ganz persönlichen Einsparungstipps, meine ganz persönlichen Erfahrungen. Und vielleicht ist ja das eine oder andere für euch dabei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. So, also fangen wir an. Ich habe mir meinen schicken Zettel schon bereitgelegt. Ich muss so ein bisschen spicken. Ich habe das nämlich alles zusammengeschrieben, weil im Kopf kann ich mir das alles nicht merken. Gerade heute mit den Kopfschmerzen, mir platzt bald der Schädel. Aber fangen wir einfach gleich an. Und zwar geht es um den Friseur. Ich persönlich gehe immer nur einmal im Jahr zum Friseur. Und exakt bei diesem Friseurtermin lasse ich mir, wenn es denn sein muss, einen neuen Haarschnitt verpassen oder Spitzen schneiden, wenn es denn dann gerade dran ist. Aber ich lasse mir zu 100% immer Balayage setzen. Hat natürlich den Vorteil, dass ich so für die anderen 11 Monate immer nur den Ansatz nachfärben muss. Weil das Balayage, wenn es sehr hoch angesetzt ist, wächst das wirklich wunderschön raus. Und kostet mich dann somit nur 100 Euro im Jahr. Wenn ich jetzt jedes Quartal gehen würde, also sprich viermal im Jahr, würde mich das Ganze natürlich 400 Euro kosten. Und ich gestehe ganz offen, ich bin nicht bereit, das zu zahlen. Dazu bin ich, glaube ich, zu geizig. Also alles, was ich jetzt euch hier sage, spare ich, weil ich es sparen kann. Nicht, weil ich es unbedingt zwangsläufig müsste. Jo, genau, so weit, so gut. Also ich spare mir praktisch dadurch im Jahr schon mal 300 Euro. Die restliche Zeit des Jahres, wie gesagt, setze ich nur mal schnell für 3 Euro ein Ansatzset nach. Und das passiert auch nur alle 8 Wochen. Und Spitzenschneiden mache ich von Haus aus selbst. Da kann ich mir das immer so reinteilen von der Zeit, wie das dann hier mit den Kindern am besten klappt. Kommen wir nun zum Punkt Essen bestellen. Also, wir bestellen jetzt mittlerweile nur noch zweimal im Monat Essen, also sprich Chinesisch oder Pizza oder irgendwas anderes, als einmal die Woche. So kommen wir nämlich im Monat auf 60 Euro, die wir für eine Essensbestellung oder für zwei Essensbestellungen praktisch ausgeben. Also sprich für jede Essensbestellung brauchen wir im Schnitt für 4 Personen 30 Euro. Das sind im Normalfall, wenn wir jetzt sagen würden, wir würden einmal die Woche das Essen bestellen, dann würden wir 1560 Euro im Jahr nur alleine für einmal die Woche Essen bestellen ausgeben. Das mache ich nicht, das möchte ich auch nicht mehr. Wir sparen uns dadurch, dass wir nur zweimal im Monat noch wirklich Essen bestellen, also sprich jede zweite Woche ein Gericht. Da dürfen sich dann meistens, machen wir dann Familienabsprache, da sparen wir uns allein schon 780 Euro. Dann geht es los mit den Fingernägeln. Ja, Brandblasen vom bösen Lockenstab mit inbegriffen. Also es geht um Fingernägel. Meine Fingernägel sind nicht naturschön, wäre es. Ich bin leider nicht mit den perfekten Nägeln gesegnet. Wenn ich jetzt allerdings, sagen wir mal, zweimal im Monat ins Nagelstudio gehen würde, wie ich das früher getan habe, sprich, dann hätten wir natürlich erstmal das ganz normale Design, was man ewig und 3 Tage haben möchte, und dann noch einmal das Nachfüllen, je nachdem natürlich, wie schnell die Fingernägel wachsen oder ob ein Fingernagel abbricht etc. pp. Wenn ich jetzt zweimal im Monat zur Maniküre gehen würde ins Nagelstudio, wäre ich locker 75 Euro los. Das wären im Jahr 900 Euro nur für Fingernägel. Hier oben im i verlinke ich euch auf alle Fälle meine Nageldesign-Geschichten. Ich habe das früher, bevor wir den Kleinen hatten, noch mit Acryl gemacht. Mittlerweile mache ich das wirklich nur noch mit Tipps. Dadurch gebe ich im Jahr für meine Nägel mit Tipps und Nagellack und Nagelkleber, im Jahr gebe ich dafür sage und schreibe nur 100 Euro aus. Und spare mir dann dadurch schon allein 800 Euro, ohne dass ich auf den Luxus von gemachten Fingernägeln verzichten muss. Wie gesagt, auch hier kann ich mir die Zeit frei einteilen, wenn der Kleine im Bett ist oder ja, wenn die Jungs was zusammen unternehmen. Das geht auch wirklich easy. Ein ganz klein bisschen Übung braucht man, dass man die Tipps nicht schief, krumm und was weiß ich, wie der schiefe Turm von Pisa aufklebt. Aber da ist man wirklich ganz schnell drin und das kann ich euch wirklich nur, oder das kann ich dir besser gesagt, wirklich nur ans Herz legen, das auch einfach mal selber auszuprobieren. Die ich benutze, halten locker eine Woche und da bricht mir auch so schnell nichts ab und ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der gerade die kürzesten Nägel ohne Ende hat. So, geht's gleich weiter mit der persönlichen Selbstoptimierung und zwar eine Wimpernwelle.
Machen wir uns nicht vor, im Laufe eines Alters, ne, die Wimpern verlieren an Schwung, die Wimpern werden immer mehr so gerade und das ist jetzt nicht so besonders toll und auch manchmal hilft dann auch keine Wimpernzange und auch nicht die beste Mascara der Welt. Wenn man jetzt eine Wimpernwelle machen würde, die hält bei mir im Schnitt 4 bis 6 Wochen, je nachdem, weil dann ja die Wimpern ausfallen und so weiter und so fort. Das ist wie gesagt nur ein Durchschnittswert, jeder Mensch ist anders, auch jede Wimper ist anders, bei jedem Menschen. Dann würde ich, wenn ich jetzt sage, ich gehe alle 4 Wochen zur Wimpernwelle, bei der Kosmetikerin würde ich im Durchschnitt ca. 59 Euro im Monat dafür ausgeben. Also knapp 60 Euro. Das sind 708 Euro im Jahr, nur damit die Wimpern einen schönen Schwung haben und ich nicht noch morgens mit der Wimpernzange dann dastehe und mir die Wimpern hochklimpern muss, was dann sowieso nur die Hälfte des Tages hält. So. Ich mache mir meine Wimpernwelle selber. Auch dazu verlinke ich euch meine Produkte, die ich ausprobiert habe und die ich wirklich immer benutze, alle 4 Wochen. Verlinke ich euch auch hier unten in der Infobox und dafür bezahle, sage und schreibe, Pi mal Daumen im Jahr 20 Euro. Also das ist ein Ersparnis von 688 Euro für die perfekten Wimpern. Und da kann man wirklich nichts verkehrt machen. Der nächste Punkt ist Ausgehen. Natürlich sind wir früher, wo wir noch keine Kinder hatten, sind wir gerne weggegangen. Das reduziert sich mit Kindern wahnsinnig. Wir haben ab und an haben wir noch die Möglichkeit, dass wir dann den Kleinsten verkaufen, also sprich zu Schwiegereltern bringen, ich nenne das immer, wir verkaufen den Kleinen und dass wir dann noch was machen. Das ist wirklich sehr selten geworden. Früher sind wir locker 4-mal im Monat ausgegangen, also waren weg in der Diskothek oder im Kino oder sonst irgendwo. Und da haben wir locker pro Besuch 50 Euro verbraten. Das wären 2.400 Euro gewesen. Und wir haben es mittlerweile wirklich runter reduziert. Also es ist, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, also wir gehen, wenn es hochkommt, das ist jetzt eine wirklich sehr fiktive Zahl, weil es gibt auch mal Monate lang, wo wir nicht weggehen, wo wir einfach nur zu Hause gemütlich auf dem Sofa hocken und uns nicht irgendwo bewegen müssen und darüber todensfroh sind, vor allem mit einem Kleinkind. Also wenn wir jetzt sagen würden, wir würden einmal im Monat ausgehen und würden 50 Euro dafür ausgeben, wäre das im Jahr bei 600 Euro. Und dann hätten wir hier ein Ersparnis von 1.800 Euro im Jahr. Kommen wir nun zum schönen, schönen Shopping. Ich bin eine Frau, ich kaufe gerne. Durch mein Ausmisten und Organisieren reduziert sich das aber gerade sehr gewaltig. Trotzdem nutze ich sehr gerne die Shopping-Apps von Rossmann und DM und so weiter. Bei Rossmann kann man dann viele, also es geht hier wirklich rein um Coupons. Ich bin auch bei Groupon und sowas angemeldet und lasse mir oder drucke mir dann auch da wirklich nur die Coupons aus, die ich auch wirklich brauche. Und ich habe pro Jahr 250 Euro alleine durch Coupons benutzen eingespart. Das ist kein Witz, das ist wirklich so. Und wenn ich mir denke, nur dadurch, dass ich so einen simplen Zettel abgebe, oder meine Rossmann-App unter den Scanner halte, dass ich in einem Jahr die gleichen Produkte benutzen kann, die ich möchte, dafür aber wirklich 250 Euro einsparen kann. Hallo, warum nicht? Also, ne? 250 Euro für, was weiß ich, Organisationskörbe oder Waschmittel oder ein neues Wohnzimmer. Das letzte Ersparnis dieser Art hat mir dann die Möglichkeit gegeben, uns ein neues Wohnzimmer zu kaufen. Und warum nicht? So, jetzt kommen wir zu den Sachen, die ich gerne mache, die ich auch gerne benutze, aber nicht nur toujours durch. Jetzt kommen wirklich die Positionen, wo ich sage, wenn ich das komplett ein Jahr lang machen würde, dann, okay, Putzmittel im Jahr verbrauchen wir im Schnitt 300 Euro. Nur Putzmittel. Also nur die reinen Putzmittel. Wenn ich die selber, also 300 Euro im Jahr kostet es mich, wenn ich es immer kaufe. Wenn ich es jetzt wirklich komplett selbst machen würde, mein selbstgemachte Putzmittel- und Waschmittel-Video verlinke ich euch hier oben, da kommt auch bald noch ein zweites. Wenn ich das komplett alles selber machen würde, würde ich für die Zutaten im Jahr nur 80 Euro ausgeben müssen. Im Jahr gespart 220 Euro. Und das, bin ich ehrlich, werde ich wahrscheinlich dann ab Januar eiskalt, also Januar 2019, durchziehen.
Hitze. Das Waschmittel rechne, was wir im Jahr verbrauchen für einen 4-Personen-Haushalt mit Hundewäsche und allem drum und dran, zahle ich im Jahr 180 Euro alleine an Waschmittel. Ohne Weichspüler, ohne irgendwelche Fleckensachen, ohne also wirklich nur das reine Waschmittel. Wenn ich das selbst machen würde, kostet mich unser Waschmittel im Jahr 50 Euro. Und das ist natürlich dann auch ein Ersparnis von 130 Euro. Ich werde das wirklich ab Januar 2019 werde ich das durchziehen. Ich werde demnächst jetzt auch noch ein neues Video zu selbstgemachten Putzmitteln machen. Weil ich finde, wenn ich mir alleine schon 220 und 130, sind wir bei 350 Euro im Jahr sparen kann, nur indem ich die Putzmittel selber mache, die definitiv umweltschonend sind, die definitiv nicht mit oder an irgendwelchen Tieren getestet wurden, völlig biologisch in Ordnung sind und keine großartige Chemie enthalten. Ich meine, ihr wisst ja, ich achte eh schon auf die Chemie und so weiter. Bei den Putzmitteln wegen Kind, wegen Hunde und so weiter, also wegen Kinder und Hunden. Aber wenn ich mir da alleine wirklich noch 350 Euro sparen kann, why not? Also ab Januar 2019 schreiben wir uns gleich mal auf die imaginäre Liste. Vorsätze fürs neue Jahr, nur noch selber machen. Klamotten im Monat im Schnitt 100 Euro ausgeben. Also sprich, mein Mann bezahlt sich seine Klamotten selbst, aber gehen wir jetzt mal davon aus, das ist für den Großen, für den Kleinen und für mich. Dann kommen wir im Jahr auf 1200 Euro an Klamotten. Also wirklich von den Socken bis zur Jacke, bis zur Mütze, über den Schal, über Handschuhe und etc. pp. So, was mache ich, dass ich 840 Euro im Jahr einsparen kann und somit im Jahr nur noch 360 Euro ausgebe? Erstens, für den Großen shoppen wir eigentlich nur noch im Sale. Also natürlich gibt es auch mal eine Klamotte, wenn ich dann sage, hey, ich brauche nichts, ich habe alles. Oder der Kleine jetzt gerade aktuell nichts braucht, weil der wächst ja auch wie ein Irrer. Gibt es natürlich auch für den Großen mal. Also er muss nicht immer nur zurückstecken. Ich stecke meistens eher zurück, als dass ich sage, meine Kinder müssen auf irgendwas verzichten. Was bei dem Kleinen und bei mir aber sehr gut funktioniert, ist Percentil. Dazu habe ich auch mal ein Video gedreht. Das verlinke ich euch auch hier oben links. Das ist komplettes Video. Hier ist kein Sponsoring oder sonst irgendwas. Ich erzähle hier wirklich nur meine eigene Erfahrung. Allein durch Percentil, durch Secondhand, durch nur Klamotten kaufen, wenn man sie denn dann wirklich braucht. Und durch wirklich achten auf Sale-Angebote, also H&M Online-Shop im Sale. Und da gehe ich ganz ehrlich lieber online bei H&M shoppen als im Laden, weil ich persönlich finde die Gefahr dann zu groß zu sagen, oh, das ist schön und das ist schön und das ist schön. Ich möchte einfach diese Impulskäufe vermeiden. Ich habe auch ein sogenanntes Lookbook, also sprich Klamotten, die mir ganz gut gefallen oder Klamotten-Sets, die mir super gefallen, wo ich weiß, das steht mir. Und nach diesen Sachen kaufe ich ein. Ich habe auch meinen Kleiderschrank wirklich auf nur noch ein paar Farben reduziert. Da ist Blau drin, da ist Schwarz drin, da ist Weiß drin, da ist Grau drin. Und was haben wir noch? Es sind noch zwei, drei Teile in Altrosa drin. Das ist aber also wirklich nur noch diese fünf Farben und andere Farben kommen mir nicht ins Haus, weil ich so einfach die Freiheit habe, mehr zu kombinieren, mehr miteinander anziehen zu können, ohne dass ich dann für, weiß ich nicht, ein türkisfarbenes Oberteil noch die passende Handtasche brauche oder die passenden Schuhe. Drum, meine persönliche Erfahrung ist einfach, Kleiderschrank farbtechnisch das auf das reduzieren, was einem gefällt. Und was einem auch steht und dann wirklich im Secondhand und im Sale gucken. Percentil kann ich euch wie gesagt nur ans Herz legen. Tolle Markenklamotten, unter anderem auch Zara, Mango, von H&M bekommt ihr da auch alles, aber wirklich zu einem Fünftel des Ladenpreises und die Sachen sind top in Schuss. Und das geht natürlich beim Kleinen auch sehr gut. So, kommen wir nun zum letzten Punkt, zu dem lieben Festnetztelefon. Muss ja auch mal sein. Irgendwie lade ich ja auch hier diese Videos hoch zu euch, ne? Ist ja so. Gilt das Gleiche auch wie fürs Handy. Beim Handy und beim Festnetz achte ich immer darauf, dass wir am günstigsten Anbieter sind. Das bedeutet für mich natürlich im Zweifel eines Falles alle zwei Jahre den Anschluss zu kündigen und dann woanders neu zu übernehmen mit Nummern, Mitnahme und so weiter. Ich habe mich da immer für den günstigsten Anbieter entschieden. Ich nehme auch immer nur grundsätzlich bei Internet und Telefon immer nur das 16.000er DSL, auch wenn wirklich mehr anliegen würde. Aber es ist einfach preisgünstiger. Und ich persönlich bin da ganz ehrlich, ich brauche jetzt nicht
bei YouTube eine Ladeleiste, 2 Minuten und vorbei. Also ich habe auch wirklich die Zeit zu sagen, okay, 20 Minuten, das macht der Akku meines Laptops locker mit. Und ja, im Jahr geben wir eigentlich somit von circa 600 Euro, was man so im Durchschnitt nur fürs Festnetz verbraucht, geben wir somit nur noch 240 Euro aus und sparen uns somit 360 Euro im Jahr. Und alleine dieser kleine Preisvergleich funktioniert auch super bei Strom, beim Handyvertrag, also alles, wo man in den Kosten selber variieren kann. Und auch bei Gas funktioniert das super. Und dann hoffe ich, dass was für euch dabei war, wenn ihr noch einen Spartipp habt, wo ihr sagt, Mensch, das mache ich seit Jahren so und ich spare mir dadurch so und so viel, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich probiere gerne was Neues aus und ich hoffe, das Video hat euch gefallen, das Video hat euch geholfen. Und dann werden wir uns am Samstag wiedersehen mit auch einem tollen Video. Ich weiß noch nicht genau, was es wird. Ich habe einige Sachen im Kopf, möchte es aber noch nicht so genau verraten, weil ich noch nicht so 100% weiß, was es denn nun wird. Auf alle Fälle wünsche ich euch ganz viel Spaß. Wir sehen uns am Samstag wieder. Bis dann. Tschüss.